Wir waren wieder rund, hat das Wort, mal uns mit Gott sein Wort beschaffen, und ich dachte, er war nur ganz interessant, viel Gott hat fertig, eigentlich, jetzt das erste Port, wie so, und die erste Predigt hier, und jetzt auch Hand in Hand. Mit was mein Timer von der und erst, wo er mit dem Top war, aber nur denken von der und, mein Timer von der und habe ich einmal so genannt, Abrupt Gottes, mitzuwirken im Rick Gottes. Zu dit war wie von der und mit die Kirchen auch, und ein Port vom Alten Testament, und die Geschichte von dem Volk Israel, wo Gott auch im Alten Testament sein Volk, das Judenvolk, die Gemeinde nahm dort, von der und sehr wieder, die Juden, es sind nicht schon so, aus dem neutral gesagt, bitte der Einzelne, der sich bekehren, der wird der Jesus sich bekehren, und die sind auch damit an mit der Gemeinde. Aber wird sie dort erst einfach die Gemeinde, was von der und auch ganz aktuell ist, und dann wird das von der und in dieser Zeit gehen. Nur diese Zeit von der Gemeinde, du kämpft die Zeit, wo Gott noch mit seinem Volk, mit dem israelitischen Volk, der Judenvolk noch wird, war er, wird fair, und so fängt wir vom Wort Gottes her. Und von der und sei wieder, und deswegen schreibe ich das einfach so ab, und weil ich dort von der und wird fair bringen, um zu etablieren, ein Abruf Gottes, mehr zu wirken in Gottes Reich, also zu uns als Gläubige, von der und jeder ganz besonders. Ich will eine Farbe lesen aus dem Tagsfarbe zu diesem Thema. Und dort fangen wir in Matthäus Kapitel 16, Vers 18. Und dort lasst die Porte ganz besonders. Ich habe bloß diese eine Farbe genommen, um gerade den Gedanken rüberzubringen, was ich rüberbringen will. Und da werden wir uns über eben mal mit dort beschaffen, gerade auch ein Beispiel von dem Volk Israel. Matthäus 16, Vers 18. Nur dem dort, Jesus seine Jünger gefragt hat, wer die Menschen sehen, wer wir, und Petrus ein Goldbekenntnis aufgelegt hat, wer Petrus wir, dort, entschuldige nicht, dort Jesus den lebenden Gott sehen, sehen wir, dann, durab, dann sagt Jesus, dann ist das. Und ich sage dir, auch, du bist Petrus, und ab diesem Stein will ich meine Gemeinde bühen, und die Putten von der Hall, also von der Diensteskirche sein, sollen sie nicht überwältigen. Besonders das letzte Wort, wo Jesus sagt, ich will bühen meine Gemeinde und die Puten von der Diensternis wollen sie nicht ungekriegen. Also in der Zeit, wo wir von der Gemeinde sind, in der Zeit von der Gemeinde, wo immer Satan auch hat versucht, dort auszumerken, Christen zu verfolgen, verschiedene Worte auch und lassen in der Zeit. Das ist den Hafer nicht im Stand, die kriegen in der Worte. Und ich will, das sage ich Gott in seinem Wort so, dort das Wort bestehen. Satan, der Diensternis, wird dort nicht ungekriegen, also die Gemeinde. Und im Sessel gesagt, in dem Alten Testament, du so wie dort, das Volk Israel. Und dort bestimmt auch gerade so lange, als Gott dort versprochen hat, bestimmt dort, was an der Zeit aufgerannt werden, wo Jesus dann ab dieser Zeit kommt und wo er dann eine neue Zeit anfangen wird, nämlich die Zeit von der Gnade, Neue Testament, Zeit von der Gemeinde, was immer wir alles finden können, was der Wort Gottes von dort sein wird. Euer, wie übernehmen können an den Hauptpunkt da, Janka mir hier so empor anleiten, die Gedanken bis einmal so wieder zu geben. Und dort erst einmal 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 16 und 17, wie fing Meier stehen? Aber ich habe diese beiden Versen einmal gewählte anleiten, die wieder immer rüberheben, die Wichtigkeit von der Gemeinde kriegt, von dir und ich auch einfach sein. Ein Porto fahren, aber erst dann auch die Versammlung, kriegt so aus wie von der Antwerp sein. In 1. Korinther Kapitel 3, Vers 16 und 17, da sage ich das so. Wollt ihr nicht, dass je Gottes Tempel sind und der Geist Gottes in ihnen wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdorft, dem wird Gott verdorben, denn der Tempel Gottes ist heilig, da sind je. Also wir möchten hier ganz besonders dort von der in der Zeit, wo wir beim Leben tun, du sind jeder Gläubige, jeder einer, der sich bekehrt hat, der du wahre geboren ist, vom Heiligen Geist, dort ist ein Tempel, eine Stadt, wo der Heilige Geist beim wohnt. Und dort wird hier so ganz besonders Schritt gehoben, da wird so gefragt, aus wie dort nicht wollten, dort wie der Tempel Gottes sind und dort der Geist Gottes in uns wohnt. Ich habe in Kapitel 6, Vers 18, wie ich kann, Vers 20, 19, ich habe alle Wehen etwas dort lesen, dort hat es dort heute gedacht. Und dann wird Vers 17 gesagt, und wenn jemand den Tempel Gottes verdorft, dem wird Gott verdorben, denn der Tempel Gottes
es heilig in der Sand je. Also dann können wir einmal an erster Stelle, können wir einmal sein ans Körper, ans Body. Dort ist der Tempel vom Helden Jesu. Hier wird ganz besonders gedacht, wenn jemand dort verdorben wird, dem wird Gott verdorben. Also, was ich hier mal drüben habe, ist charakteriert, dort die Wichtigkeit von des Tempel, wo der Helde Jesu wohnt. Und das ist aber nicht allein bloß dort, sondern so ein Klima, die angedeutet, das ist ja einfach auch so die universale Kirche, um den ganzen Erdball, wo einfach auch seine Gemeinde ist. Und dann aber selber bekannt damit, das würde nicht schaffen, wenn wir uns von der uns Mars würden haben wollten, mit allen Gläubigen von dem ganzen Erdball top trafen, das ist so wie die neun, sondern ja, für diese lokale Kirche auch, wo wir dann ans Charakter so, ob diese Städte von denen hier so versammelt haben. Und das ist so eine Städte, dort ist so eine Versammlung, üte Gläubige, die hier bei uns sind, die hier einfach unseren Herrn. Und das ist die besondere Zeit von denen, wo uns da abgerufen wird, da wie du bei uns sollen, einfach aktiv sein und einfach mit deinen, mit arbeiten. Ich kick nach dem Alten Testament auf verschiedene Städten, aber ich habe hier bis eine Dose geschrieben, ich wollte nicht handblähen, aber bis an dort zu bestätigen mit der Schrift, dort im Alten Testament, Gott, dort folgt Israel, die Juden, immer waren seine Gemeinden an, da ist 4. Mose, Kapitel 14, Vers 27, in dem Kapitel, also ich muss einmal sagen, über alle Wegen, wenn wir die Geschichte von dem Volk Israel lesen, dann fängt wieder durch, dort einfach Gott nannt so einfach die Gemeinde. Im Alten Testament, du wirst einfach die Gemeinde, einfach was du es dort abgenannt wird. Das ist eine Stelle, wo ich ab 4. Mose 14, Vers 27, erst ein von dort fehlt, wo wir es dort von fangen können. Und nun werden wir dann übergehen. Ich habe von dir eigentlich zwei Punkte, eigentlich so Termin-Timer so erwählt. Der erste Punkt habe ich einmal so genannt, Israels Beispiel aus einer Warnung für die Gemeinde. In den zweiten Punkt habe ich einfach so abgenannt, Abbü, dort regt Gottes die Mission für die Gemeinde oder Überwindung von geistlichen Hindernissen. Dort ist, wo ich dort einfach so genannt habe. Wir waren in den ersten Punkten, Klimetmeier, ein Port von der Vater von Israel immer beleben dort, wo sie in die Gefangenschaft gewahrt werden und sie wieder in den Träger kommen. Und sie bieten die Fresh an die Staatsmeer, Ram Jerusalem, und aber auch so an den Tempel. Wo sie dir anschaffen deiden und was sie dir alles beleben deiden, wo Satan versucht hat zu verhindern und so wieder. Das ist ein Beispiel für uns, aber von der und da war wir über, klimmt ihr nach Utterzelde, ein bisschen Gedanken rüttheben, was wie von der und von uns du verlieren kann aus Gläubige, aus einer niedtestamentlichen Gemeinde. Wenn wir von der Volk Israel, von der Judenvolk reden, dann macht für einmal ein klimmt ihr vielleicht Trickchen, wie wollen wir Chef stehen, abschluhen? Ich wollte hier von mir einmal so vertalen, einfach mit dir so, wo dort eigentlich angefangen hat. Und das ist hier eigentlich mit Abraham. Isaac und Jakob, das sind bekannte Personen, Glaubenshelden vom Alten Testament. Du wirst dann auch eine lange Zeit vergehen, was Gott der Welt gemerkt hat. Der Mensch hat heute versagt, die wir in Sinn gefallen. Gott könnte den Menschen, bis wir eigentlich nicht berücken, mit Noah doch dann. Das wird all eine Person, und er konnte auch berücken, aber doch, das weiß ich, das war er dort auch nicht drüber. Und dann aber mit Abraham, dann möge er einen neuen Anfang, wo er war, mit einem in Bund merken, dort, er versprüht am Segnungen, und verschiedene, oder ob sie in die Nukum schafft, wo er in Segen kommen und so wieder, und dann wie du das Sehen Isaac, dort waschen, wie aber noch erstes Isaac und Ismael, du jäfst die zwei Fälscher von, was wir von der wird sein, der hedensche Fälscher, wo unsere alte andere Fälscher teilen, denn aus der Jüdenfälscher, dort kommt der Sturm her von den Ismael. In Isaac, dort erst dann der Sturm von Abraham wieder so, mit Jakob kriegen sie dann den Numen, dort so das Volk Israel genannt worden, oder das Jüdenfälscher. Was von der und auch noch einfach so, das Jüdenfälscher einfach erst. Und Gott hat in der Zeit viel Ferien hat, mit dem Volk Israel. Und wir waren von der und Nehemia in Kapitel 3 gehen und du ein Eng nehmen, krieg, wo sie zurückgekommen wären von der Gefangenschaft und sie bieten die Fresh, dass diese Stadt, den Tempel, alle ganze bieten sie ab und ja dort, weil ich dort gut Gottes ganz besonders schief gehoben war und sei angeschwappt in den Menschen. Nehemia, Kapitel 3, Vers 33. Yeah.
Euer Video lesen wollen, weil er in einem Team mit dort sein. Also dann wie ihr dort so ungefähr dort die erste Tempel, die gebiet waren von Salomo und so ein Wehrsackernig. Und sie haben sich dann verschuldigt gegen Gott. Gott leitet dann zu, dort die Nuba-Länder, die Fälte, die kommen und die nehmen ihn in die Gefangenschaft. Und der Tempel war dann verstiert. So dort wie ungefähr so 722 Jahre vor Christus von der Syrer waren sie einfach mitgenommen und so tierschlich kamen dann Aneinigkeiten an und ihr Ernt und dort lohnt Israel, dort deutet sich dann auf dem Meer, dort nur direkt und dort sie direkt war das dann so genannt, dort nur direkt, dort war dann euer von der Syrer in die Gefangenschaft angenommen, nämlich von den Anlehrern Nebukadnezar. Luther über hat der sie, dort sie deutet von dort direkt, jüdische Rick, dort hat dann einfach noch ein paar Propheten, wo nur noch wörtlich Gott prachen und dort voll können bitte nach Vater Wort lehren und dann vertragt dort über so wenig an die Hose und dann das war der ganze israelitische Fall, dort war in die Gefangenschaft geführt und ja Nebukadnezar, wo sie dann für 70 Jahre in die Gefangenschaft einfach so wählen. Und dort passiert aber nicht in einem Nü, dort wie ab drei Däulen, einfach so, wo sie dann Nanjing und dort fällt dann durch Gruven, dann einfach den Mattenummen, viele Dopenjungen, viele Mattenummen so in die Gefangenschaft nennen, wo sie dann einfach so in ihre Hängen holen. Tegerolats war dann noch die Stadt zu mir, bei Jerusalem, der war verbreiten, der Tempel war auch gesteckt, der war alle einfach so vernichtet, was Salomo hat, bühen lohnt. Und dann denken wir ein klein bisschen an, Messag, 1. Jahr 3, 7. Oktober 2023. Wo von Gaza-Strip die mir der gebrochen wurde, wo die Hamas in Israel nennt. Und mir tue über 1000 Menschen furchtbar mördermäßig, aber das ist ein kaltblutig, mir uns über 1000 Menschen dort. Über 200 nehmen sie mit in ihre Hänge, mitten um Gaza, in all ihre Tunnels sind, was sie gebüht haben. Und von der auch nach, als sie kriegt, noch einmal wen dort. Nun kriegt von der uns Mars, kommen wir nur recht nach wahrer Saas, von der über 200 Geiseln, die sie mitgenommen haben am 7. Oktober, sind gefangen worden in einem Tunnelbahn, aber die sind alle dort. Und so kommen die immer mehr von der Hand, die über dem wohl viele freigelassen, von der Geiseln, aber die sind immer so, wo sie vom 7. Oktober noch in ihre Hängen haben, und die sind zu Fuß, und die waren dort gemerkt, und die kommen lebendig rüt. Einer war diese Werk, krieg rüt gejäfft, der wir all, sei er dann, sei er nicht ganz gesund so, wo er kam einfach, in der Hänge rüt, der die israelische Soldaten durch so jagen leiden. Und so dort so wie dort, so dreht dort auf den Dion, und so wie dort über 2000 Jahre drei. Und der Start, der wir, wie Abraham seine Kinder, des Isaac und des Ismael, durchläuft dort, das arabische Volk und das jüdische Volk. Und das wurde von der nach drehen. Rom, Israel, Türkei, Iran, Libanon. All die arabische Völker durch Rom, Israel, die sind feindlich, die sind die Hass. Die würden gleich bloß mal mehr und mehr. Ich finde, die Juden dort mehr einfach bloß mal alles ausruhen und so wieder. Und so wie das auch tue in der alttestamentlichen Zeit. So der Welt von der und auch, die reichste Länder, die vierste Länder, die USA, so mit anderen, all die reichste Länder, die versuchen, die eine politische Hinsicht haben zu schaffen und design. Sie wollen nur mit Urban, sie wollen nur Frieden schaffen. Und die kann das Ganze, die kann das nicht sein, was jetzt hier bloß an. Und wir lesen die Bibel und wir können die Geschichte von dem Volk Israel lesen und dann nicht einfach sein. Weil dort wir du so wie das starten, das ist der Grund von Isaac und Ismael. Und dort dreht von der und da haben wir nur mehr als 2000 Jahre. Dreht dort ganze die Feindschaft und das ganze dreht von der und da haben wir. Und das ist eine ganz besondere Zeit, das ist eine Glock für uns, wo wir eine Obachen kennen, wo wir, wie sind von der und da eigentlich, und dort Jesus Wort, wahrer kommen sie in die Gemeinde holen. Das ist eine ganz wichtige Rolle, wo du so einfach ungehend hast. Und dann krieg ich ein Klimatchen Nummerschmerz von der und da auch, wie fängen in der Bibel, zum Beispiel dort in dieser letzten Zeit, Jesus Wort kommen sie in die Brüte holen, die Gemeinde, dann wird du noch irgendwas wird passieren, aber ein von den Dingen, was ich von denen hier war, rütteln, ist bloß, dass dort viele Juden, die waren von der ganzen Welt, drei nach Israel tragen. Wir sind bekannt damit, 70 Jahre nach Christus, dann wieder war er dort annehmen deuten, und
Viele der Juden, dort waren ganz verschlappt, einfach so dort. Und seitdem sind die Juden in der ganzen Welt sind sie einfach so verstreut. Alle Wehen in der Welt wohnen Menschen von dieser jüdischen Völker. Und wir fangen zum Beispiel in Matthäus 24, du sie in Vers 32, bei 34, weil ich immer lesen. Und das sagt, das ist das, am Feigenbaum liegt ein Gleichnis, wenn seine Äste allsaftig waren und die Blätter drieben, so wird je dort der Sommer dich biess. Ebenso auch, wenn je dort alles seinen, so wird dort nu es fertig dir. Wahrlich, ich sage Ihnen, dit bis geschlagen wird nicht vergunnen, was dit alles passieren wird. Ein Baum wird hier verglichen. Und der Knopf ist mir gefahren, ja, in der Welt blähen, in der Blätter fangen und rüttelkommen. Dort wird jetzt ein Beispiel genommen, wann wir dort sein wollen, von dort jeden Fall, dort er dich bias, dort Jesus Wort zurückkommt. Bloß allein, an der 2022, und dort erst je krieg nur dem, dort der Krieg in Ukraine, in Russland, so anfangen dort, bloß an der 2022 sind 73.000 Juden, drei nur Israel getragen. Bloß einig in Ukraine und Russia. 73.000, das ist nicht gewollt. Sure. Wir wollen nicht hier an. Wir sind hier in Amerika, da sind in Europa, in Asien, du gehst dort an, wir wollen nicht viel von an. Aber das sind, wo früher nur ein Rückgeben tun, in dieser Zeit, wo die Feinde von Israel sagen, dass die Juden, die kleben ut, die Juden, die haben Angst, die Juden, die waren wach, in dieser Zeit tragen 73.000 Juden in einem Jahr 2022 nach Israel. Noch ein Nummer, seit Oktober 7, 2023, sind allwara 30.000 Juden zurückgetragen nach Israel. Sie haben ein Hort für erlohnt. Und es steht, dass sie Angst haben für den Krieg, wo du erst, dann führt Gott in drei einfach nur erlohnt. Und diese Nummer, was sie rückgeben, da und erst 30.000 und vom 7. Oktober, das sind im ganzen Jahr, ich kann sagen, das ist ein Messwerk auf Monat, sind 30.000 drei gekommen, in meistens sind aus hier in den USA, aus Francia, French. Du hängst aber auch aus Kanada und aus Ukraine. 30.000 Juden waren drei. Also wie kann sein, seit der Krieg in Ukraine angefangen hat, bald von denen sind es in Ängsten über 100.000 Juden, wo drei nur Israel getroffen sind. Mag wie bloß, würde die Tizik nur in der dort Jesus Wort wahrkommen, würde die Prophezeiungen sich erfahren dann vom Wort Gottes her, und du wegen des Abrub Gottes, mitzuwirken in Gottes Inrück, zu in jedem einen, der wie Gottes Kinder sind. Wir werden nicht trägen, einmal nur Nehemia, und das ist in Kapitel 3. Die Nummer, die wurden hier nicht alle so direkt abgenannt, waren wir eigentlich von dieser Geschichte im Topang lesen, weil dann hat wie Ezra und Nehemia. Und dann einmal von der kleinen Prophetenbeke dort lesen, du hast diese ganze Geschichte so beschrieben, wo sie in der Gefangenschaft gewasst werden, und sie wie in Träge kommen in Hüß. Und nun wird hier so gearbeitet. Zerubabel, dort erst da, wo du einen großen Port in dieser Geschichte spielen, dort Ezra wie auch einer in Nehemia. Das sind drei Personen, die wie eine ganz besondere, welche Rolle wird hier am Spielen, dort, von was wir hier so kurz in den Klimat hier lesen und uns bekicken. In Zerubabel, hier wie einer, wo du mit dem Tempelbü, also der zweite Tempel, frisch, war abgebüht, wie der erste, wie ich vernicht worden, und dann war der zweite, war abgebüht, hier hat so viel zu tun, und dort angelegt einfach dort das gebüht worden. Ezra, hier war wie einer, hier nahm das Wort Gottes, zu der Zeit wurde das sein, dort Jesus Gottes, und hier studiert dort, hier las dort, in, das habe ich in Ezra Buch einfach dort lesen, und heute dort fällt immer wahre Trainer auf Gottes Wesen, der Wut Gottes, dort gesagt Gottes, dort erst, was wichtig ist, in Nehemia, heute wir da, wo du anleiten dort, ganz besonders, dort in mir Raum Jerusalem, die Stadt Jerusalem, dort die wahre abgebüht wird, die wir die Tfeie merken werden, die wir ganz verdorben worden, und heute lernen an, dort der wahre abgebüht wird. Und wir wollen immer lesen, hier so in Kapitel 3, Vers 33, Part 34, weil ich immer lesen, in Nehemia, ich war am Tizom, bis einmal der Engel lesen, wo wir auch von Gedanken rückbringen. Und dann habe ich das dort ein Klimat gemacht, um mit beschenken. Nehemia 3, Vers 33, Part 34, sage ich so. Aus über Sanballat hier, dort wie der mir büden, ward heißt zornig, also doll, in Säuer abgerecht, in Spott über die Jüden. Und seht versehene Brüder in der Kriegslied in Samaria. Wort merken die Anmacher oder die kraftlose Juden durch? Wort man die Gewehren looten? Wollen sie dort mit Opfer anweihen? Wollen sie dort in dieser Dio noch vorig merken? Wollen sie
ut den Schutthaufen, dort mein Charakter verbrannt aus der Stadt und der Stadt zu mir durch wir. Der Steiner war erlebt nicht mehr, der doch verbrannt sind. So wie das dit einmal. Hier mag wie, wo hier so viel werden und dort wie ein hädnischer Fien. Das sind Balle, dort wie ein hädnischer König, hier wie ein Schwiersehen von einem Priester von dort jüdische Volk. So. Und hier lehrt es an, dass sie einfach sich freuen und dann so mit Spott ist hier so, aus diese nutzlose Juden, die Dame Juden, aus die würden dort im Stand sein, diese Mühe war da ganz abzubühen und die, den Tempel und all das ganze Dur, so wie morgen dort, wo sie dort einfach spotten leiden. Und wenn wir über den Klimit getreten werden, wir wollen das nicht lesen, Kapitel 1, in 3, Vers 1, Bad 32, du fängst wie das Ganze, du fängst wie eine Organisierung, wo Nehemia dort anleiten leiden, wo dort organisiert wird, dort zu alle an der Arbeit wird. Wie kann einfach so dort sein, der alttestamentliche Gemeinde, die wir in alle an der Arbeit, die haben alle was zu tun, dass das Tempel, der stolz mir einfach war, so gebüht wird, Organisierung. Und das soll wieder einfach ganz besonders, dort wieder werden. Und dann fangen sie an zu bühen, und das händische König, hier riesig ab, hier spart so über die Juden sehen, was wollen die da besmerken. Wollen sie dort noch ansehen, wenn sie sich vor sich haben, so wieder. Und wenn wir die Bücher nach mir durchlesen, dann ganz nur hängen haben, du fängst wieder ganz klar, du wirst vor dich, und du hast eine Ansehnung. Es wurde interessant, eine ganze Zeit abzunehmen, aber das können wir nicht tun. Nein, die Predigt, die werden nicht alle bis dort von der Rücken nehmen, wo wir von lernen können, aus der Niedersemannischen Gemeinde so. Und dann werden wir in Klimit gekriegt, wo Nehemia und seine Mitarbeiter, was sie da nur dem, dort ist, Sanballe, dort ist so einfach, gespart hat erwähnt, und so anfangen zu bühnen, und der so da war, wo Nehemia und seine Mitarbeiter, was sie dann einfach, deuten. Entschuldige mich, ich will schon Klimit wiederlesen. Ich will Bad Vers 34 eigentlich lesen, das sage ich, das ist das wieder. Vers 34 sage ich uns, das ist das über Tobicha, der Ammoniter stimmt, besieht arm und seht, lud sie mehr bühen, wenn ein Fuchs ab ihre steinerne Mieren abspringt, dann wird sie auch erriten und duhl vor uns wieder. So, dort wieder den Sportkrieg, wo diese Finjäng enthalten. Und dann fahrst du saßen da, die Part 38, du sie werden wie eine Klimitie kicken, wo Nehemia und seine Mitarbeiter, wo sie einfach deuten. So, zeigt es das. Einfach mit ein Gebet. Hier und Scott, wo wir veracht, wir sind. Lud ihren Sport, ihr wie ihren Kopf kommen, dort sie die Plünderung preisgeben in einem Land, in dem man sie gefangen fiel. Dag ihre Misse tut nicht tau, in ihre Sinn tilt nicht, für die, denn sie haben die Bühli gespart. Aber wir bühnen die Mühe, entschlöten sie bot zu der Half von der Hech, und dort fällt, ihr waren nie in Mut, einfach zu arbeiten. So hier ist wie ganz besonders, was Nehemia, wo er dort anleiten dort. Nur dem, dass sie verspott worden, und nicht gelacht worden, was sie du bist fair haben, und so wieder. Dann lehrt er mit dem Gebet lehrt er an, einfach, mit seinen Mitarbeitern, die singen einfach nur Gott, und sie Gott, du sitzt dort, wofür acht wir sind, wofür spott wir wollen, und so wieder. Und ich denke einfach, du kannst wie von dir und einfach von lieren, nicht gleich, wenn wir denken an, Roman sind Menschen, die kicken dann, was hat die Kirche, du bist fair, was läuft dich, du bist zu sein, und so wieder. Spotten du vielleicht eben, haben ihren Spott eben, und leicht sein, reden, so wieder. Und ich habe einfach ein Fashion an unseren Herrn, und ich habe seinen Herr, so das Ding war, du sitzt dort, wie sind verach, du sitzt dort, ans Wort für Sport, behaupt uns, wir wären einfach die, beten wir einfach die, die ihr geben, du fern. Und dann, in Kapitel 2, Vers 1, Part 2, du soll wie dann wahrer, wo die Fien versorgt, einfach, nur dem es den Mut gefühlt hat, und einfach wieder bühen dein, wo die Fien dann versorgt, einfach diese Armut dich zu merken. Ich lese einmal Kapitel 2, Vers 1, 2. Also über Sanballat, in Tobicha, in der Araber, Ammoniter, in Aschoditer, hier, dort in mir Jerusalems übergebetet wird, weil die Lacher anfangen, sich tote bühen, waren sie so adol. Und verschwuren sich alle Matten ohne, also sie versprühen sich eine Matten ohne Hand zu gehen, um hier in Jerusalem zu streiten und bei uns Verwirrung anzureichen. Also hier war er angedacht wieder, was war er diese Fien, was sie deuten, was sie Plungen deuten. Ich kann sagen, der Satan deutet durch ihn am Versiegen, das zu verhängen, dass Gott sein Wort nicht so vor dich gebüht wurde. Und sie haben wahre ihren Spott, du eben, er sagt, wahre, sie wollen einfach doll, dort ist es einfach wiederbüden. Wie kommt denn nun an Klimit-Mann durch? Aber ich denke, wir können hier in Tverschland Klimit-Gedanken rüthen und auch von der an,
Ja, wie soll ihn dort Satan versiegt, uns aufzulenken? Der versiegt, dich in Ordnung zu bringen in der Gemeinde. Der versiegt, Verwirrung zu bringen. Armut, damit das nicht soll wieder gehen, damit das nicht soll wieder gebüht werden. So wie du auch in der alttestamentlichen Gemeinde hier so durch diesen heidnischen König. Und dann aber war er, soll wie von verstreuen wieder, du soll wie war er, wenn Nehemia und dort fällt sie in die Mettohrbänder, was sie deuten. Ich will dort irgendwie einmal lesen. Kapitel 4, Vers 3, Bot 8. Wie überbeten zu unserem Gott, und starben je in ihren Tag nach Werk ab dem Schutz verehrt. Und dort fällt von jeder Seen, der Krauf von der Drehwer ist zu schwach, und dort das Schutt, das man kriegt, das, was du so ein Dächen ohne, wie von der Verbrennung, was du von der, wir, es zu viel. Wie kann unter mir nicht wiederbühren? Als jene überdachen, sie sollen das nicht hervor noch singen, aber wir werden unter ihren Kommen in ihren Dokumenten in dem Werk ein Engmühlen. Als nun die Jüden, die dich wie ihren Wunden träumen in uns wohl tiermal sehen, aus alle Städte, wo es am uns, wo sie am uns wohnen, tragen sie je in uns Raum. Du stahlt man sich ab und ja ernt, hänge de mir und de oben stehen und Leute dort falsch antreten, nur seine Geschlechter mit Schwerter, Spießen und Bärhus, also das sind, was sie direkt die Brücken zum Krieg führen und so wieder, und sich wehren auch und so wieder. Und dann sagt er, ihre Angst sagt, möge mir ab und seht zu der Fernnehme von der Rutsherren und der Ewigen vom Volk. Verhüt nicht, verehrt, gedenk an dem Herrn, der groß und furchtbar ist, und strebt für jene Brüder, sehens, dachten, frühes in Hisa. Hier mag wie war, wo Nehemia reagieren da, nur dem, dass sie verspottet waren ab ihrer Arbeit, was sie da tun. Er hat einen ganz klaren Abdruck gekriegt von Gott, dass er so trägt und einfach hier so für sie fällt, für die verhaltenen Stadt und so wieder. Strien in Heuwart sehr verachten, wesse, sogar, dass sie von den Mitarbeitern sogar anmutig waren und sich Leute miteinander reden in der Zeit. Und Klimetje Treibergen, was wir wollen noch nicht lesen, aber wenn wir das lesen, dann in Kapitel 1, befängt wir dort in Nehemia, heu wir durch diesen Kirus, diesen hennischen König, wo sie wählen, unter der Gefangenschaft, wo sie durch wählen, heu wir durch, aus einer von der, die kann sein, von der höchsten Arbeiten hat, für diesen König. Und vielleicht, das lässt sich so verstehen, einfach, dass heute ein Lohn kriegt, wo heute ein Däumen da ist. Und du, wenn wir den ersten Kapitel lesen, dann fängt das einmal eins, wo heimat eins ein Anliegen auf sein Hort kriegt, vor Streuen Feuer. Denn der hat jemand eins noch fragt, heute, wie in welchen Menschen gekommen, du wirst dann auch wo Tränen in Jerusalem gegangen, und heute hat dann nur da, und er fragt, wo jetet ans Volk dort in Jerusalem, da sagen sie, dass jetet nicht so erscheint, dass hast du nicht so sicher, denn mir ist so etwas. Und die Fien sind sehr aktiv und so wieder. Nennstlich Nehemia mit einem sein Anliegen. Er soll drei Du haben. Und er soll gehen und er soll diese Arbeit anleiten, dort Gott sein Wort, dass er soll verrecht werden. Die König sieht dort dann, dort er sehr trüdig wird, die König fragt ihm dann, was ist die? Und er sagt dort dann, was er gerade anleiten hat, oder seine Verfuhrer, er lohnt, schlag jetzt, oder die zum Spott geworden sind und so wieder. In das König, der jeff am dann die Freiheit, mit aller Wolle zu brücken, dort er kann dort hinfahren, train in Jerusalem, in diese einfach, und diese Arbeit gucken, was Gott am so einfach am Hort gelacht hat. Und dann mag ich wieder bin, wo hei du aktiv hier, aktuell, auch wenn sie verspart, ütgelacht worden und so wieder, hei beten immer wahrer, hei wir ganz geduldig, hei beten immer wahrer, zu Gott, Gott schenkt Gnut, in Gottes Wort, das kann wieder gebiet werden. Und wie kann von der Ostgemeinde von dort Port einfach lernen? Und dann werde ich ein Klimit wiederlesen, du in Kapitel 4, in Nehemia Kapitel 4, Vers 9, Bad 17, du soll wie immer den Maut, du wie Maut, du wie genug Helper, du wie einfach eine Taubarbeit, was sie du haben. Kapitel 4, Vers 9, wieder. Also bei unseren vielen Hirten, dass er uns bekannt geworden wie in Gott, ihren Ruten nicht gemerkt hat, hier sie, war er alle, zu dem mir drei, ein jeder, zu seiner Arbeit. Und das passiert wieder, dass dort der Half von meinen Lied um Bearbeiten, der andere Half über Hilden, die Spissen, Schilder, oder für den Pferd holen wir, in den Bärhus, was sie schalten, in den Panzer.
Reut entstand hinter dem ganzen Haus Juda. Dort an dem Meer büht, die du lassen drüben arbeiten so, mit der einen Hand deuten sie die Arbeit, mit der anderen hilden sie die Waffe, dort sie dann sich wehren können, schrien. Und in jeder, der büht, hat sie Masse an die, mit dem Belzer umgeschnallt und büht so, dass die Person zu bluesen hat, in der die Person zu bluesen hat, stund besiegt mich. Und ich sehe zu den Vernehmen, Rutsherren und der ewige Volk, dort wog es groß und weit. Und wir sind ab dem Meer weit verstreut und weit voneinander. Woher je nu die Personen bluesen hier, du hast sammelt zu uns. Uns Gott wird für uns streiten. So arbeit wie am Bü, während der Half von der Spüße verbreitet hält vom Anfang, von dem Morgenreiter, also wo das Offen gedacht worden ist, Mars, batet die Stil zu sein wie ums Ubers. Vers 18 sagt dann, auch seh, dass du musst zum Volk. Und jeder blieb mit seinem Lied über Nacht in Jerusalem, damit wir in der Nacht für das Werk Lied haben und am Tag für die Arbeit. Aber ich und meine Brüder und meine Lied und das Werk, das mir folgen, wir tragen unsere Kleider nicht aus und jeder hat seinen Spitz zu der Rechte. Wir möchten hier, was hier für ein Mut wir, wir möchten hier, was hier für Helper wir, wir möchten hier, was hier für eine Taubarbeit wir. Und das sei hier sehr drauf wählen. Und das ist Israel ungedeht. Wann wir dann wieder würden das Kapitel stark lesen, dann kommen wir wieder nur hin. Du fängst wieder dann, wo die mir vorig wir und wo dann der End geweiht war, dort war Gott übergeben. Und das ist dort wieder dann vorig. Also Gott sieht, wo ich wir freche merkt worden. Drei einmal ein Klimatje nur diesen Gedanken. Wenn wir ein Klimatje gemerkt haben, von was wir hier so gelesen haben, du wirst das Jüdenfalt, Gott sein Volk, das Anlegen von Nehemiah, das Wort Gottes soll fährweich kommen. Und das arabische Feld, ja, der Fien, der wie ein Rom ernt, und der versuchen einfach durch sie zu stehlen. Und von der und auch, erst dort kriegst du es dort. Dort lohnt Israel, dort Jüdenfalt, dort erst wird ganz, ganz besonders. Das ich schon sehe, dort ist eine Glock von der Eintiden, wo wir können sein, weil wir die Bibel studieren dann, von der Eintiden. Und checken dann, wo du und jetzt, dann können wir einfach sein, wo sich dort wieder und wieder Prophezeiungen erfüllen dann, und nur erkennt, dort Jesus Wort weiterkommt. Gott hat dir was ganz Besonderes für. Und in dieser selben Zeit, du sind diese Feinde noch einmal rum, in Wellen, du einfach Krieg führen. Und ich staune, wenn ich Klimatje kicken, da, die Map, und so bekicken, da, wo das ganze, die erste Länder, wo da rum sind, mir sieht das einfach so, wenn ich wir, und ich dort sag, wo von den Fien wir rund am Horden, und mir würde einfach mehr Angst werden. Aber die Juden, die lesen, die glauben nicht an Jesus, die lesen nicht an ihr Testament. Aber die lesen das Old Testament, und die glauben ganz fast, wo die Menschen geschrieben steht. Und sie sagen, sie sind Gott sein Volk, Gott wird mit ihnen sein, Gott sagt, dass es dort in sehr Jahren sich durch inzwischen von allen Sieden so mehr mit fünf Ländern haben sie durch und ja, sie sind Gott sein Volk. Und so ist Israel gesagt, die Zeit kommt über, wo dort wird ändern, wo die Zeit von der Niedtestamentlichen Gemeinde wird am Schluss kommen, und da wird Gott durch noch einmal sich ganz besonders bewiesen, wie die Juden mit dem israelitischen Volk. Aber von denen ist es so schlimm, so furchtbare Fien haben sie durch Raum ernt vom Norden, vom Osten, vom Süden, vom Westen haben sie durch Meer, aber von dort kommen auch Fien mit Schaps und Landen, und sie haben rund um eigentlich wo sie durch diese arabische Fälscher, der Länder von der arabischen Fälscher haben, wo sie durch Krieg führen wollen mit Ernten, merken sie gereut, dass sie wollen, das Land Israel ganz dem Erdboden liegt merken. Die Juden werden sie alle dort merken, und sie würden leider nicht mehr ein Land Israel, nicht ein Volk Juden, ab das sie ihr geben. Dort ist der Ziel. Sie sind sehr findig, einfach gesund. Und so können wir früher einfach durch von Lier. Nun werden wir dann übergehen zu dem zweiten Punkt. Wir werden hier so einmal ein klein bisschen über diese Geschichte lernen, was unsere Mission aus Kirk im Reich Gottes von hier nach ist, wo wir können überwinden, wenn die jährlichen Hindernisse einfach zu uns kommen in Satan der Welt, dort einfach verdorben, wenn wir mutig sind in der Gemeinde und wir halten mit, dass das Ganze soll wiederkommen. Einmal sei wir hier so in Kapitel 3, Vers 33 und wieder, du sei wie dort, ich wollte auch nicht noch einmal lesen, wir haben das gelesen, am Titel sollen da wieder noch einmal lesen. Und du sei wie die Wichtigkeit von der guten Organisation, so soll ich sagen,
Und wie du verlesen kannst, Kapitel 3, Vers 1, bei 32, du sollst wie, wo wichtig das ist, wie kannst du von Lieren, dass man gut organisiert sein, in der Gemeinde, einfach kein Verweich kommen. Und dann sollst du schon mal angedeutet, und wie sollen du auch von dir und in unserer Zeit, dass Satan, der kann das gar nicht dulden, wenn du uns von der Gemeinde erst, der du warst, wenn du uns von der Gemeinde erst, der du Verweich kommst. Ich habe hier dann auch viel, Menschen, die ich wohne, haben versucht, einfach auch eine Kirchenmitglieder anmutig zu kriegen, versucht, die negativ zu kriegen, und weil dann einfach sagen, dort zu verhindern, damit die Gemeinde nicht soll gebiet worden, und wir würden sein, weltweit, und aber auch, ja, wir sein, lokal. Also, das war einfach so, von das Lehren, was wir hier so sagen, dann, was hier so in der Volk Israel umgehen, da hat der Utterse manche Tiet. Und so soll ich sagen, sind noch meist vor diesem Jahr drei, was passiert, da von der und da noch, Räter Ganze, wir sind in der Gnodentiet, in der Tiet von der Gemeinde, wir haben von der eine große Abgabe in diesem Rick, in dieser Tiet von der Gemeinde, wo Gott was besonders verhaftet mit sie nicht gemeint. Und dann sagen wir über den nächsten Gedanken hier, sagen wir über Ben, dass sie doll waren, veracht worden, und über auch, wo sie dort überwinden können, durch hartes Gebet und einfach hart arbeiten, einfach dort so viel beten down und hart arbeiten down. Du mit können sie einfach du durchkommen. Du kannst wie von der und von Lieren. Dort wir einfach nicht abgehen. Dort wir einfach so viel beten down und so viel Schuhe schaffen down. Für die Gemeinde oder die Gemeinde kann einfach fairweich kommen. Dort kannst wir einfach du so von Lieren. Ein Schrift steht, wo ich ganz gut Buch lesen, 1. Korinther Kapitel 15, das ist eine sehr bekannte Frage, wo ich mal zum Brücken da, um einfach ans Mut zu merken, als Gotteskinder, dort wir nicht mutlos wurden in unserem Deins. Wenn Satan auch versiegt, dort zu verhindern, wann der Herr seine Gemeinde bühren wird. In 1. Korinther 15, Vers 58, du hörst dort so, Dürum, meine liebe Brüder, sieht Voss, unerschärlich nehmt immer to in dem Werk von den Herren, willst du weiten, dort jene Arbeit nicht, vergebst es an dem Herrn. Ein Motto sprechen zu uns von dir und zu jeder Kind Gottes. Einfach ein Motto sprechen, dort wir sollen to nehmen und Vossen in den Werk von den, in den Herrn sein Werk. Wir sollen nicht uns so leicht beschädigen, loten, wenn Satan uns verloren liebt und so wieder. Wenigstens, wir sollen dort wollen, dort an so Arbeit, der es nicht vergibt, da wird wie für den Herrn tun. Und dort erst besonders im Reich Gottes, in der Gemeinde, kann wir von der nach einfach so dort sein. Und wenn Satan vielleicht uns für sich ermutigt zu mehr. Und dann kann wir im nächsten Gedanken, kann wir du von lehren, in Kapitel 4, du kann wir dann lehren, Vers 2 und Vers 7 und 8, du kann wir lehren, auch wo Versprechungen gemerkt waren, wo die Feinde sich topstücken deuten, so wir mögen einfach eine Versprechung in dem Orden, wo sie das verhindern wollen, und wo wir dadurch, dass wir wirken dann, dass wir oben Jungen haben und gebetsvoll sind, dass wir dadurch einfach können, das morgen und einfach können überkommen, diese Verschwörung, vielleicht wird Satan sich vielleicht merkt mit negative Personen, vielleicht sogar in die Gemeinde, vielleicht von besiegen negative Menschen und versiegt einfach Pläne zu merken, woher will die Gemeinde ansehen, woher will dort nicht tauschen und dort die Gemeinde kann wieder wissen. Und dazu will ich auch einmal ein paar Vers lesen, 1. Petrus Kapitel 4, Vers 8. Wir haben viele Stellen, wo uns das vielleicht was sagen dann. Wo das das eine, was einem wehren soll, 1. Petrus 4, Vers 8 sagt so, sieht der Architekt in Wirken. Wenn es jener, der Teufel, der jetzt Raum zu seinem brauchenden Leben und sieht, wie man verrieten kann, die jüdische Art der Wut verschlingen kann. Hier wird uns Mutter gesprochen, dass wir sollen nüchtern sein, wir sollen durchgedacht sein. Wenn es uns jener, dort ist der Satan, der wohnt gegen die Christen, der wohnt gegen die Kirche, der wohnt gegen Gott, der jetzt Raum zu seinem brauchenden Leben und siegt, wem der kann zum Vollbringen, wenn im Moment ohne Widerstand sein. Oder wem der verrieten kann. Oder wem der vielleicht kann brücken, diesen Bü Gottes, im Reich Gottes zu verhindern. Oder vielleicht dort schwander zu mehr und dort nicht kann gebiet worden und so weiter. Und wenn wir nun denken, dann an nüchtern sind, dann denke ich an, als Jesus so schwor hat, dass er am Kies gehen will, in der Sinn, Schuld von der ganzen Welt ab sich nehmen soll, dann dürfen wir seine Jünger damals abfordern und einfach einen klaren Gedanken rückbringen, wo wir von der und Herrn von lehren, wo das für uns ist, wenn wir denken, dann einfach, dass wir können lehren von dort, wenn der Satan sich vielleicht auch irgendwas überteilt
Aber wie kann der dort wie Werke sein, in der ich doch sein, tja, wie dort überkommen, wie kann dort einfach nicht Teoluten und Satan dort verdorben können. Wo du ein ganz besonderer Punkt erst in Matthäus 26, Vers 41, du so lest wie, werkt im Bet, dort die nicht in Unfechtung fallen, die Geist ist fährlich, aber dort Fleisch ist schwach. Wie wollten dort wieder dann, wo seine Jünger so schläubig werden, als Jesus als so schwer zu leiden hat, also dort nur, da kann man hier am Kreuz gehen soll. Du brückt Jesus dort zu seinen Jüngern, wo er entabfahren, dass sie sollen werken, sie sollen beten, dass sie nicht in Angriebung fallen würden. Dann sagt er da ein ganz besonderes Rüd. Dann sagt er, der Jesus ist fährlich, aber der Fleisch ist schwach. Kreuz doch, um wie lernen können an dit Beispiel von dem Volk Israel, kann wir einfach so dit sein. Ans Jesus ist fährlich. Viele beknäuen zu tun, viel zu beten, zu ewigen, um die Ohren zu haben und Gott sehen, Rick. Aber das Fleisch ist schwach. Das Fleisch wählt euch. Das Fleisch wählt euch, dass wir im Gebet gehen. Aber der Jesus sagt, yes, geh und bet. Ein nächster Gedanke, was wir von lernen können, ist, wann wir vielleicht anmutig geworden sind, du eben zu kommen, erst dass wir standhaft blieben. Wir geben nicht ab, wir blieben einfach standhaft und holen an und dort erst, wo wir überwinden können, wann vielleicht Armut in unserem Leben nicht gekommen ist. Und danach, der nächste Gedanke ist, die Gemeinde, dort ist von der an die Offenbarung steht Gottes. Gerade wo wir von lesen können in Nehemia, Kapitel 4, Vers 13, Vers 17. Ich werde noch einmal ein bisschen mit dir Gedanken rüberheben, was wir diese Saison tun, ganz besonders. Und du möchtest auch noch ein bisschen mit dir im Neuen Testament gehen und uns ein bisschen mit dir an uns spornen, was wir so von lernen können. Wenn wir kicken dann, von Vers 13 in Nehemia 4, das sage ich dir, in Exe, zu der Vernehme, in der Rutsherren, in dem ewigen Volk, dort wo ich es graut und weht, und wir sind ab dem Meer weit verstreut und weit einer von den anderen. Nein. Woher je nu die Person bloßen hier, dort han versammelt jünd zu uns. Ans Gott wird uns, wird für uns streben. So arbeitet wie am Bü während der Half, der Kriegsrechtschaft vorbereitet hielten vom tidigst Mars, bat dies das Uwe so. So du hier so merkt wie dort hier ist eine Stadt, hier wird dort, hier so wie eine Stadt, ab diese Blues, ab das Bluesing, was hier so die Blues fahren, diese sollen sie abhaken, diese sollen sie hankommen, und diese sollen sie sich einfach versammeln. Und in Epheser, Kapitel 3, diese lesen wir, dort die Gemeinde Jesu Christi, dort ist die Stadt, wo Gott sich von der und nach oben bohren hat. Dort ist die Stadt, wo wir hankommen sollen, nicht bloß, wie kann natürlich selbst sagt der Gut Gottes lesen, Gott redet auch so, dass sie wohl tust zu uns. Über die Gemeinde ist eine ganz besondere Stelle, wo er sich umbohren wird, von der und da. In Epheser 3, Vers 9, wird aufgesagt so, und für alle und Licht zu bringen, wo Gott sich in geheimen Rutschluss ausführt, der von Ewigkeit her vorbereitet wird, ein Arm, der alles gemerkt hat. Damit nun bekannt wird, der mannigfalt Gewissheit Gottes in Machen, in Gewalten im Himmel, durch die Gemeinde. Das ist eine ganz besondere Stelle, wo Gott sich von der und nach umbohren wird. Durch die Gemeinde, durch die Gemeinde, wenn wir du mit anderen Gläubigen ans Top versammeln, dann dort ist, wo er sich umbohren wird, ganz besonders in dem dort wie, du wird Gott studieren dann, Botschaften haben, Botschaften und Horchen dann, Bibelstunden haben, Gebetstunden haben, und so weiter. Und da sind sie heute dort, von der Blusen geblust soll werden, du wirst sie dorthin blusen, du sollen sie sich einfach haben versammeln. Von der und her, wir sagen, wann in der Gemeinde angelut wird, du soll Bibelstunden sein, Friedags Uwes, du soll Gemeindestunden sein, Sinn uns Uwes, oder mal vielleicht Gebetstunden Sinn uns Uwes, dann komm du hin, wie es dort erst steht, wo Gott sich umbohren hat von der und in der Gemeinde. Nicht bloß du, weil ich noch einmal betone, nicht bloß in der Gemeinde, aber die Gemeinde erst in der Offenbarung steht Gottes, wo er sich von hier und da offenbaren wird. In Hebräer Kapitel 10, Vers 23, Vers 24, lese wie so, lud ans Fosshauen an dem Bekenntnis von der Hoffnung und nicht wanken, denn er heu erst trü, der sie versprochen hat.
En lood ons abnonder achan en ons onretten ter loiv, en te goede woeken, en nicht verloot onze verzomelingen zes angedot te doen vliegen, sondern einander ermoenen, mouten spreken, en dort om zo vermoeien als je zongen, dat zich je dag noden der. Hier is een woord ons je zaag, waar we te posthouden aan de hoopning, aan de bekendnis, waar we niet opwengen, wen stoi der ons wat versprekken haft, der is trü. Waar we ons ingen onder achan einappen orden, waar we ons onretzen te leuven te geworden, en niet twee blieben van de verzomelingen, zo start op de schoop waard, wann ze dat bloesing hier bloesen, dann sollen sie sich du versammeln, wo sie würden, bloß in Kirchen, wie du so würde Versammlung sein. Und das von der, so ist es gesagt, wenn die Gemeinde verschiedene Veranstaltungen haben, anluden der, da werden wir einfach du ankommen, werden wir du sein, werden wir uns du in der Mutter sprechen, werden wir du einfach harten, wie Gott sich umbohren der. Und dort haben sie viel mehr, als wir sollen, dass Jesus wahrkommen wird. Ich wünsche uns Gott seinen Segen, auch im Nudenken über das Wut, was wir hier haben, dass die Jesus uns noch lernen und führen dabei, dass wir können einfach von dir lernen, von der und von unserer Zeit, von der uns Gottes King für die Gemeinde. Und die Umbohrung steht Gottes S, und in welchem Port S, und möchte der Herr uns einfach segnen dabei, und möchte der Herr sein Wut auch segnen. Amen. Wir legen nach einmal den Top, ein stelles Gebet zu haben, so ich würde vielleicht eine Hand schneiden, mit Post S, weil wir nach dem stelles Gebet gehen. Herr Jesus, wir freuen uns, die alle unsere Gebete hören werden. Wir danken dir dafür. Amen. Jeder einen Platz nehmen.